volles Haus dank der Bayerischen Sportschützenjugend. Toller Sport, Spitzenspaß und Olympiastars. Das war alles geboten beim Tag der offenen Tür. Und unser Guschu wie immer mittendrin. Unser Ziel ist natürlich, dass die Kinder und Jugendlichen einfach den Spaß am Schießen erleben können. Auch mit Spitzensportlern zusammen im Gewehrbereich haben wir erhalten. Maxi Ulbrich und Maxi Dallinger und David Könders mit am Start. Alle drei sind erfolgreiche Nationalkaderschützen. Die zeigen den Kindern und Jugendlichen eben auch im Dreistellungskampf. Entweder man hat, wie jetzt halt hier in dem Fall, eine Britsche, wo man sich hinlegt, oder man hat halt einfach einen Boden. Man sieht jetzt schon, sie sitzt jetzt nicht ganz gerade hinten auf der Britsche drauf, sondern so leicht schräg. Das ist ja dadurch bedingt, dass ich nie ganz gerade hinter der Scheibe liege, weil sonst würde ich links schießen. Das heißt, man kann entweder natürlich die Britsche drehen oder man legt sie direkt einfach schon schräg hier. Das sieht man jetzt da ganz gut bei ihr. Bleib auch nicht zu weit außen, nicht zu weit ran. Wenn ich zu weit rangehen würde, würde das vielleicht auch wieder bedeuten, dass ich nach links wegkippen kann. Das heißt, ich besorgt mir hier auch wieder ein stabiles Stützdreieck. Das Liegenschießen ist an und für sich nichts, das super bequem ist. Man liegt zwar auf dem Boden, man muss sich nicht viel anstrengen, aber wenn das jetzt ein bisschen schmerzhaft ist, was euren linken Arm betrifft, da wo der Riemen rumgeht, und eure Hand, da wo das Gewehr drin liegt, da darf richtig Druck drauf sein. Also wenn das nach 15, 20 Schuss ein bisschen zu kribbeln anfängt oder taub wird, dann ist das normal, okay? Also nicht wundern, das darf und das soll auch ein bisschen schmerzhaft sein. Wir wollen heute einmal natürlich den Schülerinnen und Schülern einen unbeschreiblich schönen Tag bescheren und wollen die Faszination Sportschießen vermitteln. Aber insbesondere geht es hier heute um die Königsdisziplin, dass wir quasi die Königsdisziplin, Luftgewehr 3 Stellung, den Kindern mal näher bringen, dass es mehr gibt wie bloß stehen schießen, und die sollen einfach einen tollen Tag genießen. Ja, also bei der Pistole sind auch knapp 20 Kinder am Start. Die werden auch 1:1 betreut. Wir haben aktuell die Trainer C-Ausbildung im Haus und die dürfen heute die Pistoleros betreuen und denen quasi zeigen, was sie besser machen können, was sie vielleicht anders machen können und dass da auf jeden Fall auch ein Schritt in die richtige Richtung vorwärts geht. Pistole ist natürlich eine tolle Disziplin. Sie macht einfach Spaß. Ich brauche Disziplin, ich brauche viel Mut. Gleichgewicht, das wird alles trainiert. Pistole ist einfach cool. Ich brauche nicht viel anziehen. Ich habe meine Schuhe, ich habe meine Pistole und mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Ein bisschen Augenblende noch, das ist alles. Und dann kann ich an den Tisch stehen und schießen. Und das macht Pistole schon cool. Und im Bogenbereich haben wir zum Beispiel halt auch mit dabei extra, und die sind in der Finalhalle, werden dort fast 1:1 betreut. Wir haben über 30 Trainer vor Ort, dass wirklich eine direkte Betreuung am Schütze stattfinden kann. Und das ist uns eben sehr wichtig, dass die im Skisport gefestigt werden und eben einmal neue Sachen ausprobieren können. Bogenschießen ist für Nachwuchs perfekt geeignet, weil wir auf überhaupt keine Altersgrenzen Rücksicht nehmen müssen. Insofern können auch die Kleinsten schon viel Spaß beim Bogenschießen haben. Stärkt das komplette Portfolio, das man so als Sportschütze haben muss. Konzentration, Koordination, ganz, ganz viel. Ja, was machen wir hier heute? Kurze Einführung, was ist eigentlich Bogenschießen, was gehört so alles dazu? Und dann natürlich ganz viel Training mit unseren Assistenztrainern vom Landeskader, mit den Kindern, dass die auch was mit heimnehmen können, wo sie besser werden können und ihren Spaß noch mal maximieren können, vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Wettkampf. Dann eine persönliche Bestleistung oder vielleicht auch mal eine Medaille holen. Wenn man jetzt als junger Mensch einfach das Schießen ausprobieren will, dann schnappt man sich am besten ein paar Freunde und schaut in seinem Ort oder im Nachbarort in den Verein mal vorbei und probiert das gemeinsam aus. Und gemeinsam macht es einfach gleich viel mehr Spaß. Und in der Regel kann man dann auch gleich verschiedene Sachen ausprobieren und findet dann auch das, was einem am besten liegt und am meisten Spaß macht. Ein toller und liebevoll gestalteter Tag rund um den Schießsport gelang der Bayerischen Sportschützenjugend. Beste Nachwuchsarbeit. Alle jungen Nachwuchsschützen erhielten wertvolle Tipps und tolle Präsente.
Danke allen Trainern, Ehrenamtlichen und Kaderschützen für die Hilfe. Und auch an unsere Stars Maxi Ulbrich, David Könders und Maxi Dallinger, die kräftig Autogramme schrieben. Und Gushu natürlich sowieso.